eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon TCG Online. Heute testen wir mal das Rayquaza Test 2 Deck hier aus. Wie ich schon in der letzten Folge gezeigt habe, zum Schluss nochmal, was hier alles drin ist. Ein Alola Vulpix, Alola Volona. Ist eigentlich genauso wie das andere, halt nur, dass da nicht Kommandant drin ist und dass da auch halt ein paar Monster mehr drin sind als 8. Ein paar Trainerkarten hier. Das Problem ist halt die Wasserkarte, ne? Also davon habe ich halt nur 2 Stück. Da musste ich dann halt mit, habe ich das? Ich hoffe, dass mit Rayquaza dann funktioniert. Und mit Energieumschalter. Alles dann so funktioniert, wie ich es auch denke, wie es funktionieren sollte, das Deck. Dann starten wir mal mit dem wunderschönen Rayquaza Test 2 Deck. Weil irgendwas brauche ich einfach. Rayquaza ist an sich schon stark, aber wenn du dann, wenn der Gegner dann nur GX-Karten hat und du hast einfach keine Chance, deinen Rayquaza voll aufzupushen, weil er dich die ganze Zeit angreift, brauchst du halt einfach so ein Alola Vulpix, oder ich könnte eigentlich auch, ich weiß aber nicht, ich glaube, der kann auch nur EX-Karten abfangen. Upa. Da gibt es ja auch diese eine Karte. Die musst du wenigstens nicht entwickeln, aber die ist, glaube ich, wie Suicune. Das heißt nur für gegen EX. An sich ein guter Zug eigentlich, kann man noch nicht meckern. Das heißt, ich tue gleich die Pflanze. Mal sehen. Also ich glaube, ich tue gleich die Pflanze schon mal drauf. Apofala brauche ich gerade nicht, aber wir nehmen unser schönes Rayquaza. Probieren wir unser Glück. Ah, da ist schon das erste Alola Volona draufgegangen. So. Brauche ich erstmal Fluchtseil weg. Volona können wir uns ja jederzeit wiederholen durch Rettungstrage, wenn er jetzt nicht N spielt oder so. Das ist schon das zweite Volona. Ne, ein. Ich glaube. Ne, es geht auch GX bei Hooper. Dann sollte man eher Hooper reinhauen. Okay, dann. Mal sehen. Ja, dann haben wir erstmal alles. Ihn hier zurückzurufen, das wird schwer. Ja, außer genau. Ja, alle Karten sind. Das ist ja eine richtige Verarsche. Ah, so ein Hacker, ey. Das war gehackt gefühlt, ey. Mal ungelogen. Mal ungelogen, wie kann man so viel Glück haben und alles Energiekarten haben? 4 Stück. Der haut mich doch weg. Wie soll ich denn den noch besiegen? Mal ungelogen, wie soll man den noch besiegen? Das ist eine Assi-Angewalt. Das war wirklich Assi gerade, wirklich. Dass man gleich 4 Energiekarten direkt darunter hat. Hat er eine Doppelfarblos dabei. Apofala brauche ich gerade erst gar nicht zu spielen.
Da ist die Wasserenergie, die ich bräuchte. So, mehr haben wir gerade nicht, okay. Ist da nicht mehr wahr, Alter. Wie viel Glück kann man haben bei... Jetzt holt er ihn zurück und holt ihn. Sah ich doch. Das Problem ist, er kann den Angriff 180 immer und immer und immer wieder machen, ohne einmal aussetzen zu müssen. Das ist echt scheiße. Da sieht man halt, er hat halt dieses Hooper drauf, das Hooper haue ich mir vielleicht lieber das Hooper reinhauen, davon kann ich mir nämlich dann zwei reinhauen. Vergiss es, Leute, keine Chance dagegen. So. Probieren wir es nochmal aus. Ich zeige jetzt auch einfach mal, dass ich auch aufgeben kann. Also so ein, wirklich, das ist echt, fühlt sich wie ein Cheat an, Alter. So viel Glück, wie man haben kann, dass man vier Energiekarten gleichzeitig unterhaben kann. Das ist pures Glück. Das ist ohne Scheiß pures Glück. Sowas finde ich auch ein bisschen übertrieben und dann dafür auch für 5 Energiekarten, wenn er durch diese Chance, durch diesen Angriff, den er hat da, die 5 Energiekarten, dann sollte er trotzdem auch bei 108, auch wenn es 180 sind, sollte er nur einmal jedes Zug einmal angreifen dürfen und nicht immer so, wie man halt gerade gerne hätte. Das bringt ja niemanden was. Wenigstens gleich eine Energie darunter. Irgendwie gedacht. Apofalla für den nächsten Zug. Ach, meine Herren, hat der Glück gehabt eben gerade. Ich tausche den gleich aus, ne? Gegen Lucario, damit er gleich 30 Schaden machen kann. Also jetzt ohne Scheiß, den Zug habe ich gerade überhaupt nicht verstanden. Oh, das war gerade ein guter Zug. Da braucht man... Ah, jetzt brauchen wir noch Energieumtausch und...
Also, der wird sich auch denken, Scheiße. Hat der echt keine Energiekarten auf der Hand? Drei, vier, fünf, sechs liegen schon. Vier, eine habe ich. Drei Pflanzen müsste ich noch haben. Und vier Blitzenergie müssen noch drunter liegen. Ja gut. Das ist halt so. Manchmal beschwere ich mich ja auch über Leute, die aufgeben, aber ich beschwere mich meistens eher darüber, wenn du wirklich drei Leute hintereinander hast, die buchstäblich aufgeben, ab und zu mal aufgeben. Habe ich jetzt auch schon hinter mir, dreimal hintereinander. In der letzten Folge zweimal, in dieser Folge. Also man sieht, ich habe so meine auch so meine Probleme mit dem Deck hier. Ah, super. Der hat ein Senior-Stack wahrscheinlich. Na, ich kann nicht angreifen, verdammt. Ja, rate mal, der hat gleich eine GX von Anfang an. Hast du auch welche ohne GX? Ja, Bisefang und Kobalium. Hat er jetzt noch mal Pokémon Center Dame auf der Hand, drehe ich ab, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Wie? Ja, ich glaube, der macht gleich einfach nur die Karte hier einfach fertig.
Wenn er jetzt nochmal hat. Dann muss er cheaten. Kannst mir nicht sagen, dass du dreimal dieselbe Karte auf der Hand hast. War wohl nicht sein hellster Gedanke im Moment. Mal das erste blöde Ding los, ey. Krass, wir haben es irgendwie noch gewendet. Ich weiß nicht wie, ich war gerade total am Überlegen, was machen wir. Und dann wendet man das ganze Ding. Hat er gut gemacht. Aber ich müsste noch 3 Energie im Schalter haben. Ja, er gibt auf. So, liebe Leute. Mit ein bisschen Glück haben wir auch diesen Sieg geholt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen mit diesem schönen Rayquaza Test 2 Deck, wo man schon erkennt, dass es halt seine Probleme hat. Dieses Deck hat wirklich seine Probleme. Sobald du da ein bisschen was umstellst, wenn man mal die Videos von den anderen Rayquaza Decks sieht, das ich gemacht habe, oder das hier mit Kommandante, Capofalla, Late, hier das, was ich mir aus dem Internet abgeguckt habe, oder halt mein selbst erstelltes mit Voltenso, da siehst du, Voltenso ist noch logischer zu spielen. Du kannst Voltenso, wenn du als Zweiter am Zug bist, sofort rauflegen, wenn du ihn auf der Hand hast. Kannst du mit einem Angriff, kannst du 2 Energiekarten von deiner Hand auf den Pokémon legen und alles, das ist hilfreich. Aber zum Beispiel, so weißt du, Alola Voluna einfach, geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Das ist alles irgendwie total blöd, weil du ja auch noch Wasserenergie brauchst. Und irgendwie, für mich persönlich geht da die Rechnung einfach nicht auf. So, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.